Hallo, willkommen zu einer neuen Review auf meinem Kanal. Ja, guten Abend alle miteinander. Ja, ich war im Kino. Ich war dieses Jahr das zweite Mal im Kino. Und zwar zum Film Avatar 2. Ich war heute die Erstvorführung. Das war, glaube ich, sogar die erste Vorführung in unserer Stadt. Die erste Vorführung war dort hier. Könnte sehen, aber ja, Avatar 2, Reihe, wobei, welche Reihe war ich? Ich war Saal 7, also Saal 7 ist ganz hinten, also man kommt rein, vorne ist erstmal die Anmeldung, also die Ticket kaufen und dann geht man dann rechts durch die Tür und dann immer weiter hinten durch, also Saal 7 ist ganz hinten rechts und auch gleich da, wo, gleich neben Toiletten. Da komme ich gleich drauf. Ich war Reihe F, Platz 14. Reihe F, Platz 14 ist nämlich genau am Gang. Genau am Gang brauchte ich einfach nur gerade zugehen und dann geht es da dann wieder runter. Also gleich am, sagen wir mal, am Ausgang. Aber ich war noch in der Mitte. Weil im Kino möchte ich immer in der Mitte sitzen. In der Mitte sitzen, das finde ich jetzt am besten. Da hat man den ganzen Sound. Den ganzen Sound hat man um sich rum und die fette Leinwand vor dir. Also, die Story war heute so. Heute gegen 12 Uhr mittags habe ich mir so gedacht, guck doch mal im Internet, wann läuft überhaupt Avatar 2 heute? Oder wann läuft der überhaupt? Läuft er heute schon? Ich gucke rein, Avatar 2. Erstmal, ich war in Sinister. Sinister, Neubrandenburg, gucke ich rein. Avatar 2, ab heute schon, Mittwoch, den 14. um 14.30 Uhr. Ich denke gedacht, komm, mach es einfach, zieh dich fix an, mach dich schnell fertig. Habe ich mir schnell fertig gemacht, habe ich mich angezogen, habe ich erst Geld abgeholt vom Bankautomat und dann bin ich erstmal, gegen 11:45 Uhr war das denn, da war ich noch schnell im Mediamarkt. Hab mal so geguckt, an neue Blu-rays, war nichts da. Egal, dann bin ich erstmal ins Kino. 13 Uhr war ich dann im Kino, hab mir erstmal bestellt die Karte. War ich natürlich so früh da. Scheiße. Den Verkäufer, den Ticketverkäufer, gefragt, ja, wann beginnt denn der Film? Denn drauf steht 14:30 Uhr. Ja, sie müssen noch ungefähr so 25 Minuten Werbung warten. Und dann kommen noch ein paar Trailer, dazu komme ich auch gleich, zu den Trailern. Auf jeden Fall bin ich dann wieder zurückgegangen zum Marktplatzcenter. Da hatte ich noch eine Stunde Zeit, habe ich gedacht, komm, geh noch schnell einen Kaffee trinken. Aber Kaffee trinken am besten nicht, weil vom Kaffee, da treibt bei mir. Da muss ich schnell aufs Klo pissen. Da habe ich gedacht, nee, lass es, habe ich einen Kakao getrunken. Und die Becher waren so groß vom Kakao und so viel war drin. Und oben war so viel frei. Und Rest, und da war Schaum. Ich habe nur 3 Stücke getrunken und schon war er leer. Und der Kaffee ist teurer geworden. Das sind nämlich die großen Becher. 2,30 Euro jetzt. Oh Mann, da haben sie 30 Cent erhöht. Auf jeden Fall bin ich wieder zurück zum Kino. Ja, ich will euch jetzt mal ein bisschen so erzählen, mein Kinoerlebnis. Weil viel aus dem Film möchte ich gar nicht erzählen. Weil wenn ich aus dem Film viel erzähle, dann spoilere ich so viel. Und ihr möchtet ja nicht, dass ich spoilere. Der Film ist heute erst angelaufen. Heute am 14.12. ist er erst angelaufen. Und vielleicht rede ich mal so in 1-2 Wochen, rede ich mal so über den Film, so über ein bisschen so mehr über den Film erzählen, wenn der Film schon länger angelaufen ist. Auf jeden Fall komme ich rein ins Kino, erstmal auf Klo fix gelaufen, und dann rein, hingesetzt. Es kommt ein neuer Transformers kommt raus. Ein neuer Transformers war ein Trailer. Super Mario kommt raus, der Film. Super Mario, der Film. Von Nintendo gemacht. Und dann war noch ein Film. Irgendwie so ein lustiger Film kommt auch noch raus. Aber auf jeden Fall ein neuer Transformers. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, dann ging es los. Der Film geht. Regie hat geführt, James Cameron. Ich muss sagen, James Cameron hat wirklich
ein Gefühl dafür, ein richtig gutes Kinoerlebnis. Man hat auch gemerkt in dem Film, dass James Cameron das gemacht hat für uns Filmfans. Nicht um viel Geld zu machen, um Geld viel abzugreifen, sondern einfach nur um für uns Filmfans, weil wir ein richtig gutes Erlebnis haben. Und das ist Avatar 2. Avatar 2 ist ein richtig geiles Kinoerlebnis. Der Film geht 3 Stunden, 15 Minuten. Ich muss sagen, der Film geht eigentlich 3 Stunden. 15 Minuten sind dann einfach nur der Abspann. Ja, ich habe immer auf die Uhr geguckt, 15 Uhr angefangen. Genau, 15 Uhr angefangen. Dann war es 16 Uhr. Also die erste Stunde ist so Einführung. Was ist passiert? Was ist passiert? Also Jack und seine, ich weiß nicht, wie hieß immer, seine Frau, Sully, genau, Sally, ich glaube Sully hießen die, Jack Sully, die Sully. Er und seine Frau haben 4 Kinder. 4 Kinder haben sie bekommen. Also mir kommt es so vor, als wenn die Zeit von 2009, vom ersten Teil, also der erste Teil kam raus 2009. Vom ersten Teil bis jetzt zum zweiten Teil sind gute 10 Jahre vergangen. Und als wenn es im Film auch 10 Jahre waren, weil die Kinder waren Jugendliche. Wirklich, die Kinder waren Jugendliche. Die waren keine Babys oder so oder Erwachsene, das waren Jugendliche. Also der hat ein kleines Kind, so ein mittleres Kind und dann so ein größtes Kind. Also 4 Kinder hatten sie. So. Und dann lebt natürlich Jack mit seiner Familie in dem Wald. Und wie es natürlich kommen muss. Oh genau, der Böse aus dem ersten Teil. Das spoilere ich glaube ich nicht. Das war glaube ich sogar gesehen im Trailer. Im Trailer war auch zu sehen, dass der Böse aus dem ersten Teil überlebt hat. Der Böse aus dem ersten Teil ist nämlich jetzt so ein Navi. Also heißen die Navi? Ja, diese blauen Leute. Der hat überlebt aus dem ersten Teil. Und natürlich, wie es der Film so ist, es ist ein Rachefilm. Avatar 2 ist ein Rachefilm. Die Navi sagen immer, dass die Himmelsmenschen, die greifen natürlich wieder mal den Planeten an, wo die Navis drauf leben. Der wird wieder angegriffen. Also in dem Film geht es um Familien, es geht um Freundschaft, es geht um emotional, der Film Avatar 2 spielt auf verschiedenen Ebenen. Erstmal spielt der Film die Familie von Jack, dann wird erklärt die Freundschaft untereinander, dann wird erklärt, dass der Böse, wie heißt der nochmal? Oh nein, wie heißt der nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, also ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Den Bösen aus dem ersten Teil, der eigentlich ermordet wird, aus dem ersten Teil. Die Rache-Story ist auch noch dazwischen. Die Rache-Story. So, also der Film ist sehr emotional. Hat mich auch emotional mitgenommen, der Film. Die erste Stunde war ein bisschen so... Achso, weil ich vergessen habe. Ich wollte natürlich auch sagen, wie viel der Film mir gekostet hat. Ich bin reingegangen, 15 Euro der kostet. 15,60 Euro. Und dann gab es noch diese 3D-Brille. Oh, wartet mal kurz. Die habe ich. Hier. Und dann für 1 Euro die blöde 3D-Brille. Die musstest du dann die ganze Zeit aufhaben. Die musstest du die ganze Zeit auf. Also ich habe so geguckt. Also eigentlich habe ich manchmal runtergenommen, die Brille. Eigentlich brauchst du gar keine 3D-Brille. Weil ohne 3D war der Film irgendwie, weiß nicht, ein bisschen unscharf. Klar, ein bisschen unscharf war das. Aber eigentlich hätte man den auch gucken können ohne 3D. Aber ich habe 3D aufgehabt. Aber ich muss sagen, so 3D, also ob da 3D jetzt gut war in Avatar 2, für mich war 3D nicht so gut. Ich habe auch nicht so viele 3D-Filme geguckt. Ich gucke eigentlich gar keine 3D-Filme. Wann bin ich mal im Kino? Oder wann gucke ich mal einen Film, einen 3D-Film im Kino? Also, ich würde sagen, die 3D-Effekte, die waren okay.
Aber irgendwie war ein bisschen unscharf, die 3D-Effekte, ein bisschen unscharf. Also meiner Meinung nach, also jetzt hier ist von meiner Meinung. Meiner Meinung nach ist Avatar 2 nicht das neue 3D-Erlebnis, was jetzt rausgekommen ist. 2009, Avatar 1, war das neue 3D-Erlebnis. So, okay, schweifen wir jetzt, ich bin kurz abgeschweift, schweifen wir jetzt wieder zurück zum Film. Emotional habe ich gesagt, Freundschaft geht, es geht um Familie, es geht um Schmerz, es geht um, ja, und dann habe ich natürlich mir gefragt, vorher vor dem Film, warum heißt der Film jetzt Way of the Water oder Way oder wie heißt der, Avatar 2, The Way of Water, warum heißt der Film jetzt so? Ja, weil die Navis, heißen die Navis? Die werden angegriffen von den Menschen und Jack und seine Familie suchen Zuflucht bei einer, ja, spoilere ich jetzt, eigentlich, ich will eigentlich nur was über den Film erzählen. Aber auf jeden Fall, Jack und seine Familie, die suchen Zuflucht bei einer anderen Art von Navis, die heißen die, ich weiß jetzt nicht, ob die so hießen. Auf jeden Fall suchen die Zuflucht bei einer anderen Gattung, also andere Gattung, bei der Unterwasser, bei der Wasser, also ihr wisst schon, was ich meine, wo ich drauf hinaus will. Bei den Leuten, die mit Wasser zu tun haben, die in der Wasserwelt leben und so. Zu denen suchen die Zuflucht. Ja, das kommt dann so, dass Jack mit seiner Familie dann mit dem anderen Volk, genau, anderes Volk, mit dem anderen Volk, die mit dem Wasser so zu tun haben, dann sich mit denen anfreunden. So, auf jeden Fall, immer sind die Kinder. Immer sind die Kinder von Jack immer die Blöden, die immer was Blödes tun. Und dann kommt es denn dazu, dass einfach die Familie das ganze Volk und dann in Gefahr gedroht. Also immer machen die Kinder einmal irgendwelche Dummheiten. Zum Beispiel, das eine Kind freundet sich mit so einem großen Wal an. So ein Riesenwal freundet sich an. Habe ich auch gedacht, hallo? Jetzt freundet sich jetzt das Kind von Jack jetzt mit den großen, mit dem riesen Wal an. Ich will auch jetzt nicht weiter spoilern. Ich will einfach nur ein bisschen was über den Film erzählen. Ich fand ihn richtig toll. Der hat mich wirklich emotional abgeholt. Ich saß, also der, also, und das Ende, oh, das Ende, der Endkampf. Ich will nicht spoilern. Also, aber das Ende vom Film hat mich auch überzeugt. Also, da habe ich echt gedacht, super. Beide Daumen nach oben für Avatar 2. Hat mich überzeugt, der Film. Ich werde ihn mir holen im Steelbook, wenn er rauskommt. Steelbook oder so. Aber die 15 Euro ist schon ganz schön viel. Also, Kino ist schon teuer. Kinoerlebnis, wenn du dann noch Popcorn. Also, ich hatte, und dann nochmal zu meinem Kinoerlebnis. Ich hatte Glück gehabt, Freunde. Ich hatte Glück gehabt, in meinem Kino, wo ich drin gesessen habe, war keiner, der geschmatzt hat, keiner, der irgendwie laut gesprochen hat, keiner, der gelacht hat. Also es war alles ruhig. Und hinter mir saßen viele Leute. Also alles war ruhig im Saal. Also war ein richtig gutes Erlebnis. Da habe ich Glück gehabt. Weil letztes Mal bei Halloween Kills, da haben sie gelacht, da haben sie über den Film geredet, da haben die gequatscht. Also jetzt in Avatar 2 war richtig gutes Erlebnis. So, also mir hat der Film gefallen, Avatar 2. Hat mich emotional berührt. Ich will nicht spoilern. Ihr solltet den Film selber angucken. Geht selber ins Kino. Guckt euch den Film an. Avatar 2, es lohnt sich. Die erste Stunde ist ein bisschen Einführung. Zweite Stunde so, das kommt alles in Fahrt, bis denn das große Finale kommt. Und der Film hat keinen Cliffhanger. Avatar 2 hat keinen Cliffhanger, ist eigentlich ein gutes Ende. Avatar 2 hat ein gutes Ende. Und da soll ja auch noch Avatar 3 folgen, 4 und 5. Also,
Ich weiß gar nicht, wann die anderen Teile folgen sollen. Nächstes Jahr vielleicht kommt Avatar 3. Also ich freue mich über den nächsten Teil. So. Was müsste ich jetzt noch jetzt so nach dem Kinogang, meine erste Sichtung, also meine erste Review über den Film erzählen, dass er mir gefallen hat, emotional abgeholt hat. Da waren noch, und die Dialoge. Die Dialoge von den Leuten waren auch gut. Gute Dialoge, gute Schauspieler. Der Böse war auch richtig gut. Ja. Und die ganze Unterwasserwelt. Da war noch die ganze Unterwasserwelt. Also, wenn du so im Kino sitzt, bei Avatar 2 und dir das anguckst, dann denkst du auch, wow. Also, sowas hast du echt noch nicht so gesehen. So mit der ganzen Unterwasserwelt und die ganzen Action-Szenen. Und Avatar 2 ist auch ein richtiges Action-Spektakel. Die ganze Action ist gut in Avatar 2. Also erstmal, und wenn du so die Action anguckst, sowas hast du auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich, wenn man so die ganzen Marvel-Filme, die kannst du echt in eine Tonne kloppen, gegen Avatar 2. Die Technik in Avatar 2 ist gut. Die Technik. Der Avatar 2 hat eine gute Technik. Gute Effekte. Ja, also ist jetzt Avatar 2 für mich der Film des Jahres? Weiß ich jetzt nicht. So viele Filme habe ich nicht gesehen in diesem Jahr. So viele neue Filme. Aber für mich war es heute ein gutes Kinoerlebnis. Ja. Okay, das war jetzt meine Review und Kritik an Avatar 2. Hat mir gut gefallen. Beide Daumen nach oben für Avatar 2. War ein super Film. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Geht ins Kino. Viel Spaß im Kino. Guckt euch den Film an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.